Worum geht es in der nächsten Mission? Steel Beast. Earth Eaters have appeared over the city. Was sind denn Earth Eaters? Earth Eaters? Okay, ist gar nichts mit anfangen. Okay. Nehmen wir. Was nehmen wir denn? Achso, hier. Die könnte ich zum Beispiel noch nehmen. Und, ich brauche irgendwas Schönes mit Wumms. Irgendwas Schönes mit Wumms. Special Weapons. Oh, die P79 Bound Gun. Oh, ich liebe die Bound Gun. Die macht immer Bounce, Bounce, Bounce. Mit den komischen Geschossen. Gucken wir mal, ob wir dahingehend bei den Earth Eaters irgendetwas ausrichten können. Wir haben jetzt quasi gesehen, die zweite Hälfte des Spiels erreicht. Also muss man doch wirklich davon ausgehen. Ja gut, es werden jetzt nach und nach neue Gegnertypen und dergleichen vorgestellt, die sie dann mit altbekannten Gegnertypen vermischen, was ich eigentlich sehr schön finde. Und trotzdem, ich warte immer noch auf die Riesenmonster. Die fehlen noch. Riesige Dinos und dergleichen. Und ich glaube, auf dem Cover, beziehungsweise auf der Rückseite der Verpackung, da war eigentlich noch so ein großer Drache oder irgendwie sowas abgebildet. Der müsste ja dann hoffentlich auch bald mal auftauchen. Hey, so richtig Lust drauf. Oh ja. So ein riesiges Vieh, das richtig Damage macht. Ist ja quasi gesehen schon in der japanischen Tradition verbunden, dass irgendwelche großen Viecher wie Godzilla oder dergleichen ihre Städte angreifen. Das ist einfach so. Machen wir uns nichts vor. So. Jetzt haben die ihre Dinger hier aufgebaut. Und nu? Was zum Teufel? Was? Was ist das denn? Was zum Teufel bist du? Es kann schießen aus großer Distanz. Wirkt momentan so ein bisschen für mich, auf mich, wie ein sehr großer Hektor auf zwei Beinen mit einem Skorpionstachelschwanz. Was zum Teufel? Was ist das denn? Bitteschön. Moment. Was ist da jetzt? Zunächst mal will ich die Bound Gun haben. Das ist mir eindeutig lieber. Was greife ich denn jetzt bei dir an? Die Beine? Sind die vielleicht ein Schwachpunkt oder so? Dass ich dich erstmal so klein kriege? Oder muss ich wirklich auf deinen großen Körper ballern? Vor allem hau nicht so ab. Mit großen Schritten. Das ist mühsam zum Kaputtmachen. Ich meine, man könnte doch auch hier drauf ballern, oder? Oder nicht? Oder doch? Oder... Du siehst sehr kunstvoll aus, mein Lieber. Oh, tatsächlich. Also man kann hier viel kaputt machen. Ja. Man kann deine ganze Panzerung kaputt machen irgendwie. Und dann nutzt mir das rein gar nichts, weil diese Attacke, die er da durchführt, die erinnert mich total an den Endgegner aus Lylat Wars in Area 6. Der hat mit seinem komischen Skorpionstachel auch immer diese Attacke nach vorne gemacht, der man mehr schlecht als recht ausweichen konnte. Das erinnert mich irgendwie voll daran. Allein diese Bewegung mit dem Stachel, das hat sehr viel davon. Sehr fantasievoller Gegnertyp, muss ich mal sagen. Also das gefällt. Weiß jetzt nur noch nicht. Ja gut, einfach, ich glaube, das war relativ egal, wo ich jetzt bei ihm Schaden verursache. Also so ähnlich wie beim Hector. Ich muss ihn einfach nur treffen. Und je mehr ich von seiner Panzerung kaputt mache, desto besser vielleicht. Weiß ich nicht. Düp. So. Deswegen auch diese vielen roten Punkte auf dem Radar. Das gibt halt alles seinen Panzer an. Ups. Der bewegt sich auch sehr seltsam vorwärts. Irgendwie so, wie er gerade lustig ist. Und er schießt auch so, wie er gerade lustig ist. Lasse mich in Ruhe. Wow. Da noch konsequent ausweichen? Das hat mittlerweile wirklich was von einem... Wow. Also nicht mehr irgendwie normaler Gegnertyp oder so, sondern das hat fast schon Endgegnercharakter. Gebt dem Vieh jetzt nur mehr Energie oder dergleichen und das... Hätte schon halbwegs etwas Episches an sich. Wow.
Wow. Waren das? Nein, natürlich waren das nicht alle. Es wäre auch zu einfach gewesen, offen gesagt. Aber die gefallen mir total. Das in Kombination noch mit anderen Gerätschaften. Oh, Heilige. Da habe ich dann definitiv gut zu tun. In der Bounty Gun habe ich mir zumindest eine halbwegs vernünftige Waffe geholt. Die hat einen relativ hohen Streufaktor, wie man hier sieht. Aber der Gegner ist auch groß genug, also da macht das nicht so viel. Ansonsten, der eigentliche Vorteil der Bounty Gun ist natürlich, dass wenn ich jetzt zum Beispiel hier auf die Häuser treffe oder so, dass die Schüsse dann abprallen. Insbesondere in Höhlen macht das natürlich extrem viel Sinn. Ergibt das natürlich extrem viel Sinn. Weil man... Aua! Lass doch mal gut sein hier von hinten. Ist ekelhaft. Insbesondere in Höhlen. Klar, weil da prallen die Schüsse dann ja die ganze Zeit quasi gesehen ab. Und wenn man sich da in einem engen Gang befindet oder so, da ist die Wahrscheinlichkeit doch recht groß, dass man irgendetwas trifft. Also kann man damit ruhig mal arbeiten. Ich mag die Bounty Gun total. Und also von der Feuerrate und so, sie erinnert ja schon an ein gutes klassisches AF-Modell, also eins der Maschinengewehre. So, oh, du bist mir hinterhergekommen. Hallo, Kollege. Irgendwie willst du was von mir, kann das sein? Ich weiß ja gar nicht, was du von mir willst. Lasse er mich in Ruhe. Vor allem auch mit seinen komischen blauen Lasern. Lasern. Ui. Nein. Birksen. Jemand hatte sich darüber beschwert, dass man immer wie eine Gummipuppe durch die Gegend fliegt, wenn man getroffen wird. Das wäre doch voll unrealistisch und so. Ja, stimmt. Aber, mein Gott. Weiß ich nicht. Eigentlich finde ich diese Physik ziemlich lustig. Hat natürlich ein bisschen was von... Ja, man hat nicht wirklich das Gefühl, dass man hier ein menschliches Wesen steuert, sondern mehr so ein Crash-Test-Dummy. Der halt ein bisschen durch die Gegend wobbeln kann. Wobbel, wenn er irgendwo gegentrifft. Oder beziehungsweise, wenn eine bestimmte Kraft auf ihn einwirkt. Ist dann in dem Moment halt so. Und erinnert auch ein bisschen an Saints Row. Diese einen Bonusmission, die man ausführen kann, in denen es irgendwie darum geht, möglichst... Ich glaube, die haben sich Versicherungsbetrug oder so genannt. In den Missionen geht es einfach nur darum, sich möglichst spektakulär von allen möglichen Fahrzeugen überfahren zu lassen und so. Und da ist die Physik ähnlich abgedreht, weil auf einmal, ja... Man wobbelt mit seinem Charakter dann einfach nur noch. Wobbel. Und fliegt von einer Straßenseite zur anderen und auch wenn das mal 200 Meter entfernt ist, dann ist es absolut kein Problem. Also irgendwie, ja, knuffig, könnte man so sagen. Ja, ich find's knuffig. Und hat mir auch Spaß gemacht. Also, ich kann mich da nur auf Saints Row Teil 2 beziehen. Aber ich bin mir fast sicher gelesen zu haben, dass es den Modus auch in Teil 3 bzw. Teil 4 gibt. Kann mich da aber... auch fast irren. Ich kann mich da auch gut und gerne irren. Ich weiß es halt nicht. Saints Row 3 und 4 habe ich ja nicht. Weil ich das irgendwann mal nachholen wollte, wirklich. Obwohl ich die Cut-Version habe von Saints Row 2, hat die mir extrem viel Spaß gemacht. Weiß ich nicht. Fand die Geschichte ganz nett, aber vor allem die Gestaltungsmöglichkeiten des eigenen Charakters, dass man so individualisieren konnte. Und so viele verschiedene Missionen vor allem und so, also von Abwechslung her und auch vom Soundtrack her, hat es mir besser gefallen als GTA 4. Auch wenn ich nicht mal der ganz große Gegner von GTA 4 war, so wie vielleicht manch anderer. Voidship. We have confirmed a new Ravager transport ship. Compared to the previous ships, this one is many times bigger. It can also hold a great deal of giant monsters. You are to proceed and engage immediately. Okay. Ich würde mal sagen... Ups. Ich würde mal voll sagen, dass ich die P79 Bounty Gun jetzt erstmal in die Hand nehme. Und...
Ja, Grenade Launcher wäre interessant. Probieren wir dann sicherlich auch mal in einer der nächsten Missionen aus. Aber jetzt brauchen wir erstmal wieder Feuerpower. Und das bedeutet der Stingray M2. Ohne Raketenwerfer gehe ich hier nicht aus dem Haus. Das ist mein Versprechen an euch. Ja. Muss nun mal sein. So. Ja. Ansonsten, Urlaub und so, der momentan bei mir ist. Ich gehe das Ganze ziemlich gechillt an. Mach nebenbei Aufnahmen und so weiter. Und, ja. Mach mir einfach immer einen ruhigen Vormittag. Und dergleichen. Und die letzten Abende, ich nehme das jetzt hier am Donnerstag auf, also Dienstag und Mittwochabend habe ich jeweils gestreamt. Hat mir eigentlich ziemlich viel Spaß gemacht. Und wenn ich das so, ein bisschen über die nächsten Tage wohl dosiert verteilen kann, dann ist das, glaube ich, ein halbwegs gelungener Urlaub. Für mal eben so. Und man muss ja auch mal bedenken, dass im nächsten Monat sowieso vieles nochmal ein bisschen anders wird. Beziehungsweise was das anders wird. Feiertage. Ostern kommt bald. Dann der 1. Mai-Feiertag. Dann Ende Mai ist irgendwann Himmelfahrt. Dann kommt irgendwann noch Pfingsten und so. Also eigentlich, besser hätte man es fast nicht treffen können. Zumindest was die nächsten Monate angeht. Und die Feiertage fallen auch immer so schön. Also nicht auf irgendein Wochenende oder irgendwie so ein Scheiß. Sondern immer kurze Wochen. Das ist sehr, sehr gut und sehr, sehr schön und da kann der Hering sie wunderbar erholen und irgendwie darüber freuen, dass er dann frei hat. Und so, ja, ein paar von euch werden sich dann sicherlich auch freuen, auch wenn ich nicht weiß, ich glaube Himmelfahrt gibt es gar nicht in jedem, oder doch, Himmelfahrt gibt es in jedem Bundesland, bin mir jetzt gar nicht so sicher, kann sein, gut. Der Reformationstag war, glaube ich, fast Mecklenburg-Vorpommern exklusiv oder so. Also zumindest, der Reformationstag war irgendwie hier in den östlichen Bundesländern und Allerheiligen in den westlichen. Wenn ich mich nicht komplett täusche oder so. Aber das ist sowieso erst Ende Oktober bzw. Anfang November, deswegen brauchen wir darüber noch gar nicht großartig reden. War es das schon? Nee. Wo sind sie? Wo sind sie? Kommen sie her? Kommen sie her? Ah, okay. Ich war jetzt hochgradig irritiert. Öffne die Luke! Und du, Kollege, springst mir besser mal nicht in der Gegend rum, weil das könnte sonst wehtun. Öffne die Luke, tralala. Warum färbt sich das Blahahau? Was ist los mit diesem Schiff? Keiner weiß es, tralalala. Ist das andere schon offen? Achso. Ja, gut, okay. Ach, das ist scheiße. Versucht erstmal zu treffen. Wegen dieser scheiß Schildmechanik. Ja, genau. Die verlangen ja andauernd ihren Schwerpunkt. Und schließen dann so wieder ihre Schotten. Alles klar. Habe ich jetzt ein bisschen suboptimal gelöst. Wenn es ein Raumschiff hätte, ich ja schon mal vom Himmel holen können. Aber gut. Was nicht ist, kann ja noch werden. Zumindest ist die Bedrohung jetzt nicht gar so groß, die sie hier runterlassen. Was zum Teufel? Oh, das war der Schatten. Nee, okay, das sind nur die normalen Explosionen. Juhu! Juhu! Na komm! Ach, verdammt! Wahr sein. So knapp davor, glaube ich. Glaube ich. Viel mehr Schaden hätte ich nicht machen können. Zumindest mit dieser Waffe. Aber zumindest gibt es hier wieder viel zum Einsam. Auch wenn das auf Easy natürlich, ja, von den Waffen her, ja, da geht es jetzt eigentlich nur darum, irgendwann vielleicht die 100% zu erreichen oder so. Ansonsten ist es relativ uninteressant, ob ich jetzt auf Easy noch weitere Waffen einsammle oder nicht. Armor. Das ist auf jedem Schwierigkeitsgrad gleich viel wert. Darauf kommt schon noch ein bisschen an. Damit ich mich vor allem auf den höheren Schwierigkeitsgraden dann noch ein bisschen sicherer fühlen kann.
kann ich mit 1000 Armor-Punkten momentan wirklich noch nicht. Okay, wer 1000 sagt oder erreichen kann, der kann auch 2000 erreichen oder so, ne? Das ist ja, das dürfte ja fast kein Problem sein. Ich frage mich vor allem, wie das dann mit der Aufteilung ist im Multiplayer, wenn ich das dann tatsächlich online mit euch zocke. Ich meine, es wird ja hoffentlich so sein, dass man die Sachen, die man im Multiplayer erringt, dann auch in Singleplayer mitnehmen kann. Und damit meine ich auch vor allem auch die Ausrüstungsgegenstände. Also wird es ja wohl, wenn die Entwickler einigermaßen schlau waren, dann hoffentlich so sein, dass man sein... Naja, dass der ganze Scheiß, der von den 3 oder 4 Leuten, die dann hier unterwegs sind, dass der Scheiß, den man dann aufsammelt, dass der dann recht aufgeteilt wird. Oder beziehungsweise, dass alle das Gleiche bekommen. Also das wäre super und optimal. Dann könnte man sich nämlich eigentlich fast noch taktischer absprechen, im Endeffekt. Indem man eben sagt, dass einer mehr oder weniger dafür abkommandiert wird, insbesondere auf den höheren Schwierigkeitsgraden bietet sich das, glaube ich, an. Einer wird dafür abkommandiert, sich hauptsächlich um das Einsammeln der Dinger zu kümmern. Und die anderen kümmern sich um die jeweilige Mission. Hauptsächlich. Weil es gehört ja schon ein bisschen was dazu, sich das so einzuteilen oder beziehungsweise so aufzuteilen. Zum einen die Sachen einzusammeln und zum anderen dann aber gleichzeitig auch die ganzen Viecher zu erledigen und so. Ist nicht gar so einfach. Oftmals. Leider. Ich gehe diese Straße lang. Dopp-di-dopp-di-dopp-di-dopp. Oh, guck mal. Da hängen so ein paar kleine Spinnen rum. Ich weiß ja nicht, warum das denn so ist. Ihr hinterlasst hier nix. Wo seid ihr? Alle irgendwie versteckt. Alle auf den Häuserdächern. Alle machen eine Schmu. Ah, guck mal. Da sind sie drin. Die kleinen Racker hier. Ja. Habt ihr gedacht, ne? Habt ihr falsch gedacht. Immer noch nicht. Seltsame Mission. Jetzt waren sie aber auch extrem stolz auf ihre Raumschiffe, muss man mal sagen. Wenn die ganze Zeit so damit angeben, wie eine Tüte Mücken. Ist noch irgendwas anderes zum Einsammeln? Ganz Radar scheint voll zu sein, aber irgendwie sehe ich nichts mehr. Ameisen in tausendfacher Ausführung, Ausfertigung, aus, ihr wisst schon, Scheiße. So. Dürfte überall Rambazamba los sein? Okay, Leute. Wir bleiben erstmal hier stehen. Und lassen sie kommen. So oder so ähnlich. Ah, rote Ameisen. Pui. Gut, eigentlich. Ich will die Sachen ja einsammeln. Deswegen lass es erstmal kommen. Selbst wenn die mich umzingeln. Also, da muss jetzt schon viel schief gehen. Damit ich bei den Viechern draufgehe. Ich konzentriere mich jetzt erstmal lieber auf die Raumschiffe. Sonst wird es tatsächlich zur unendlichen Geschichte hier. Wenn man die ganzen grünen Punkte auf der Karte ansieht, da könnte man aber schon irgendwie denken, dass man extrem viel verpassen würde. Wenn meine NPC-Kollegen wenigstens mal was einsammeln würden, dann würden sie sich halbwegs nützlich machen. Aber so ist das ja. Naja. Lass gut sein, Leute. Ich mach das schon. Immer schön das Raumschiff treffen, nicht die Viecher, die herauskommen. Es wäre sehr nett. Danke. So. Was hier schon wieder los ist. Und das müsst ihr euch jetzt auf dem härteren Schwierigkeitsgrad vorstellen. Die gleiche Anzahl an Gegnern, die allerdings um einiges aggressiver zu Werke geht, schneller sich bewegt. Und, ja, zielgenauer mit ihren Spinnenweben umzugehen wissen. Und wenn du dann von 5, 6, 7, 8 Spinnen oder so auf einmal getroffen wirst, dann zieht das in einem rasanten Tempo. Also, dann, ja, das saugt dir deine Lebensenergie förmlich aus. Und da ist dann verdammt guter Rat teuer. Du bist eigentlich permanent am Weglaufen. Und versuchst dir die Gegnergruppen so zurechtzulegen, dass du halbwegs eine Chance hast. Weglaufen in diesem Spiel? Ja, es ist leider so.
Was nutzt dir das, wenn du von 10, 20, 30 Gegnern umzingelt bist, aber dann aus dieser Masse dann einfach nicht mehr herauskommst oder die ganze Zeit Schaden spammen, als gäbe es keinen Morgen mehr? Da stehst du echt auf verlorenem Posten. So. In diesen wunderbaren Ecken dieser Stadt, da kann sich überall was verstecken. In den Ecken kann sich was verstecken. Ecken, Ecken, Ecken. So. Dich kaputt. Da kaputt. Alles kaputt. Spinn kaputt. Die Spinn kaputt? Nein, Spinn kaputt. Spinnen kaputt. So. Flop. Flop. Nimm er dies. Nimm er das. Nimm er jenes. Und nimm er noch ein bisschen was davon mit, weil davon habe ich noch genug. Hahaha. Und jetzt stellt euch das Ganze noch mit Munitionsmangel vor. Oh, das wäre lustig. Das wäre eigentlich doch eine ideale... Das wäre für was für einen härteren Schwierigkeitsgrad eigentlich fast. Waffen, die mit Munition funktionieren. Also wo man sich Munition dann immer auch hier einsammeln muss auf dem Schlachtfeld und so weiter. Aber ich glaube, das wäre auch sau nervig. Das möchte doch eigentlich keiner sehen. Das Geniale ist ja fast schon, dass man hier wirklich die ganze Zeit nonstop rumballern kann. Ohne Konsequenzen fürchten zu müssen. So. Bis hierhin alles super. Bis auf die Tatsache, dass hier überall noch 10.000 Sachen rumliegen sollen. Die ich nicht sehe und nicht finde. Wahrscheinlich, weil die Hälfte davon sowieso auf irgendwelchen Häuserndächern rumliegt. Können wir in den Kiosk hier rein? Ich will einkaufen. Ich will. Ja. Vielleicht will ich auch nicht. Hallo, wo bist du? Oh, guck mal. Ja, was hast du denn da gemacht? Armes kleines Putzi. Hing da fest in der Häuserwand. Ein schmählicher Abgang. Aber irgendwie müssen wir alle nun mal irgendwann abtreten. Es hilft nichts. Neue Waffe? Nö. Stattdessen jede Menge Armor.